Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von O-Ton, heute mit Dirk Schuran. Herzlich willkommen. Moin. Moin, moin. Ich habe gehört, du bist ja Hamburger, ich bin Bremer. Das ist eine spannende Synthetik hier gerade. Erzähl mal was von dir. Also, du bist Business Angel und Gründer gewesen, bist auch jetzt wieder dabei, etwas zu gründen oder hast was gegründet 2020. Können wir gleich näher drauf eingehen. Aber ich würde von dir gerne einmal hören, warum glaubst du, bist du heute hier? Ich glaube, dass ich zu vielen Themen letztendlich Erfahrung sammeln konnte. Dass es über das Konzernthema kommt, aus der Startup-Welt, sowohl auf der Investorenseite wie auch auf der Gründerseite. Ich habe eine sehr, sehr erfolgreiche Organisation mit aufgebaut, mit Comatch. Habe da, glaube ich, verschiedene Perspektiven und du hast sicherlich auch noch einige Fragen mitgebracht, die das noch abrunden werden. Ja, du hast es gerade schon angesetzt. Also einmal diese Konzernerfahrung, du hast diese Startup-Erfahrung. Gib da gerne mal, fang mal an mit Konzern. Was hast du da erfahren? Wo warst du da? In welchen Bereichen? Was hast du gemacht? Ja. Und auch zu welchem Zeitpunkt? Also erstmal, als ich angefangen habe zu arbeiten, das ist schon einige Zeit her, das war so um 2000 rum, habe ich nicht hundertprozentig gewusst, was ich mache und deswegen habe ich eine Ausbildung zum Verlagskaufmann, heute Medienkaufmann gemacht. Ich habe da schon so ein bisschen berufsbegleitend Erfahrungen gehabt. Ich habe im Callcenter früher gearbeitet. Ich war absolute Leseratte, wie man so wohl sagt. Und ich habe Verlagswesen und die Kraft der Medien als enorm spannend empfunden. Bin dann bei Gruner und Jahr angefangen, habe das Glück gehabt, dass ich relativ schnell nach Gründung bei der Financial Times Deutschland dann Ausbildungsstationen hatte, die mich irgendwann gefragt haben, ob ich da auch fest anfange zu arbeiten. Das habe ich direkt nach meiner Ausbildung getan. Dann berufsbegleitend an der Berufsakademie Mannheim studiert. Das erste Mal BWL. Dann bin ich da bis 2009 gewesen, relativ schnell in Führungspositionen gekommen. Genau, und dann bin ich nach Berlin gewechselt, zum Axel Springer Verlag, nochmal BWL studiert und dann irgendwann noch ein drittes Mal BWL studiert. Also viel studiert, aber immer berufsbegleitend und habe dann die beiden großen Verlagsmedienkonzerne Gruner und Jahr und Axel Springer kennenlernen dürfen. Ja, sehr gut. Dann kamst du in die Gründerszene auch so ein bisschen, hast Comatch gegründet. Ich war erster Angestellter. Also erster Angestellter? Erster Angestellter. Okay, ja. Gib da gerne einen kurzen Einblick. Was hast du gemacht bei Comatch? Wo hat es angefangen? Wie groß seid ihr jetzt? Oder wie groß ist es gewesen, als du gegangen bist? Also was hat mich dazu bewogen, in Early-Stage-Startup zu gehen? Als ich bei Axel Springer rausgegangen bin, habe ich mich beruflich umorientieren wollen und müssen. Mir haben Headhunter gesagt, ja, du kommst aus der Verlagsbranche, du wirst leider nie wieder arbeiten. Und wirst keinen Job mehr finden. Da war ich 35 und irgendwie habe ich mich mit der Idee nicht anfreunden können, auch in Berlin nicht. Und dann war der Schritt, dass ich mir verschiedene Szenarien angeguckt habe. Ich war in Vorstellungsrunden bei Groupon, bei einem großen Verlagsunternehmen als Geschäftsführer und dann habe ich die beiden Gründer von Comatch kennengelernt über eine Stellenanzeige in Gründerszene. Und habe gedacht, ich mache das jetzt mal für mein CV, dass ich einfach mal in so ein Early-Stage-Startup gehe und gucke, was passiert. Und bin dann als erster Angestellter reingekommen. Die beiden Gründer hatten im Oktober 2014 gegründet. Ich bin im März 2015 dazu gekommen. Und als ich gegangen bin, hatte Comatch ungefähr 130 Leute, 40 Millionen Jahresumsatz. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Geschäftsleitung für alle Sales, Business Development Themen verantwortlich, Internationalisierung und so weiter. Du hast auch erzählt, dass du ein Sales-Team von 40 Leuten aufgebaut hast oder gestartet aufzubauen. Ich finde das sehr interessant, weil ich glaube, da geht man durch mehrere Phasen, würde ich sagen, mehrere Kapitel. Wir haben das hier auch bei uns. Wir sind jetzt 4 Leute erst im Sales. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn wir 30, 40 sind. Können wir die zweite Etage voll machen. Gib da gerne mal einen Einblick. Was hat das auch mit dir gemacht am Anfang? Du hast die ersten angeleitet. Dann irgendwann, man sagt ja auch so ein bisschen Maßstab, du kannst 7 Leute direkt führen, dann musst du sogenannte Teamleads einführen etc. Also gib da gerne mal einen Einblick, wie das bei euch war.
Als ich 2015 bei Comatch damit gestartet habe, muss man sagen, bin ich vorher schon bei Springer Bereichsleiter gewesen und habe da schon auch Teams in der Größenordnung 30 Leute und Handelsvertreter nochmal, glaube ich, 120 oder so verantwortet. Und als ich dann bei Comatch losgelegt habe, habe ich einfach das Glück gehabt, dass da ein paar richtig gute Leute geheiert sind. Sehr starke Generalisten, keine Spezialisten, also Leute, die sich wirklich from A to Z um alle Themen gekümmert haben, wenn ein Kunde gekommen ist. Das war einfach insbesondere am Anfang extrem starke Leute, die auch selber eher unternehmerisch gedacht haben. Und es war auch ein richtig klassisches Sales-Team, also alles sehr erfolgsorientiert, sehr abschlussorientierte Leute gleichzeitig. Und ja, die habe ich dann managen dürfen. Also ich habe mich manchmal so wie ein Löwendompteur gefühlt irgendwie. Es war schon sehr, sehr spannend. Alle Vorurteile, die man bei Sales Teams so hat, Testosteron gesteuert und so weiter, haben alle zugetroffen. Also komplett Wolf of Wall Street eigentlich. Es ist sicherlich ein passenderes Bild als ein Streichelzoo, würde ich sagen. Ja. Es war schon Leute, die wirklich auch gegenseitig mit dem Erfolg im positiven Sinne kokettiert haben. Ich meine, man darf bei sowas immer nicht vergessen, Comatch ist auf über 40 Millionen Jahresumsatz in der Zeit, wo ich dann da war, irgendwie gewachsen. Danach noch weiter. Aber das lag auch ganz sicher an dem starken Sales-Team. Was da war. Es waren zum Schluss übrigens, nur der Vollständigkeit halber, irgendwas zwischen 60 und 70 Leuten. Es war dann auch noch Auslandsaktivitäten, also sehr erfolgreiches Frankreich-Geschäft, UK-Geschäft und auch international, Skandinavien und so weiter. Also das war auch nochmal noch eine andere Dimension, dann unterschiedliche Kulturen im Sales zu managen. Boah, das ist, glaube ich, interessant. Warst du da noch dabei? Ja. Das heißt, ihr habt euch internationalisiert, neue Märkte angegriffen. Gibt es da einen Unterschied, also du hast jetzt gerade angerissen, was Kultur angeht, gibt es da einen Unterschied, wie man da auch Sales macht, so von den einzelnen Ländern her? Total, also das Geschäftsanbahnung in Deutschland ist komplett anders als in Frankreich oder Middle East. Im Middle East ist das erstmal ein Vertrauensaufbau, eine Beziehungsebene sozusagen aufbauen, in Deutschland sehr faktisch orientiert, dann aber auch grundsätzlich so Kulturen, die UK-Kulturen da sozusagen auch ist eine andere als die deutsche. Aber was ganz entscheidend ist, also unser Schlüssel war eigentlich, dass wir irgendwann mit Native Speakern in die Märkte reingegangen sind. Also Leute, die Kulturen auch aus dem FF kannten. Das Frankreich-Team war ein wunderbarer Kollege, den ich noch aus meiner Axel Springer-Zeit kannte, der Frankreich mit aufgebaut hat. Er ist Deutsch-Franzose, kennt beide Kulturen. Dann haben wir mit Clement noch einen weiteren Kollegen dazu geholt, der in Berlin gelebt hat, und dann haben wir Frankreich aufgebaut, und da gab es so ein paar Themen, die unser Skandinavien-Geschäft mit einem Dänen, die wir richtig gemacht haben. UK am Anfang total falsch, wir haben super gut Englisch sprechende Deutsche genommen, hat überhaupt nicht funktioniert, und dann haben wir irgendwann Engländer und eingestellt, die dann das UK-Geschäft aufgebaut haben. Spannend. Ich spreche da, glaube ich, für viele, die jetzt auch im Sales anfangen. Ich ja persönlich selber auch. Dass ich finde, also meine persönliche Meinung, wenn ich anfange, aus dem Abitur rauszugehen und anfange, eine Karriere zu starten, finde ich, Sales ist so eins, was man in den ersten 5-6 Jahren einfach irgendwie mal gemacht haben. Also 1-2 Jahre mal wirklich Vollzeit im Sales und da wirklich Basics mal zu bekommen. Siehst du das ähnlich, oder? Also ich sehe es exakt so. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Sales immer noch so das Image hat. Das sind ja eher so die ein bisschen einfachen Gemüter, die irgendwie mit Kunden Kaffee trinken gehen und eigentlich die Sales-Leute ja nicht viel können, außer labern und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich jedes Unternehmen nur dann erfolgreich ist, wenn auch der Sales gut funktioniert. Mhm. Also es gibt viele fantastische Startups und Unternehmen, die sind schlichtweg pleite gegangen, weil sie den Kundenzugang nicht gefunden haben. Also ja, das würde ich jedem empfehlen. Und das andere ist, ich würde auch oft empfehlen, dass man in Organisationen geht, wo man das auch lernen kann wirklich. Also wo auch das Leadership stark ist und wo man auch von starken Charakteren auch sich was abgucken kann.
Oft gucken insbesondere junge Leute viel zu sehr aufs Geld, wo das Einstiegsgehalt irgendwie hoch ist, weil sich das total gut bei Mami und Papi anhört, wenn die nach Hause kommen und sagen, das ist mein Gehalt, aber schauen nicht drauf, was kann ich eigentlich lernen. Und ganz ehrlich, mit 23, 24 muss ich nicht gucken, irgendwie, ob mein Konto immer maximal solide aufgestellt ist. Das kommt später. Glaubst du, das ist vielleicht auch so ein bisschen durch die Schule, durch die Erziehung, durch das, was so ein bisschen der Gesellschaft ja aufgedrückt wird mittlerweile, dass Erfolg sich eigentlich im Angestelltenverhältnis so ein bisschen ans Geld richtet? Oder woran glaubst du das? Ich glaube, es ist einerseits so, dass natürlich auch Universitäten, auch die Guten, die sagen dann immer, die empfehlen ja irgendwie maximal hohe Einstiegsgehälter zu verlangen. Irgendwie da gibt es dann Career Offices, weil das in den Rankings die Business Schools irgendwie weiter oben gerankt werden, wenn die Einstiegsgehälter höher sind. Es ist, glaube ich, ein soziales Thema irgendwie, dass wir sagen, ja, hohes Gehalt ist hohe soziale Reputation. Witzigerweise aber auch sagen, dass irgendwie angestellt sein und Sicherheit irgendwie auch ganz wichtig sind irgendwie, weil wir trotzdem immer noch irgendwie ein Problem mit Unternehmertum, mit Scheitern haben. Ja. Weil wir sehr drauf gucken, dass man eigentlich so dem Stereotyp des soliden Deutschen irgendwie nachkommt. Und da ist Gehalt sicherlich eine wichtige Ebene. Du bist jetzt oder hast 2020 Raymax Society gegründet. Worum geht es da? Vielleicht Quintessenz, was macht ihr? Warum hast du es gegründet? Was war deine Motivation dahinter? Also erstmal gegründet habe ich es, weil ich mich seit Jahren eigentlich umtreibe, dass im Markt sowas wie Spielerberater für Top-Leute so etwas fehlt. Ich habe ganz pathetisch nach meinem Ausstieg bei Comatch habe ich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe verschiedene Gespräche geführt. Bei mir gibt es ein Thema. Ich bin alleinerziehender Vater, deswegen bin ich bei manchen Karrierejobs sozusagen nicht weitergekommen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich weiterkommen wollte. Aber da war so dieses Thema, ich bin 100% alleinerziehend, irgendwie jetzt nicht unbedingt, hat meine Verhandlungsposition nicht befeuert. Und dann habe ich aber gedacht, irgendwie, ich habe ein schwerstes ein Autoritätsproblem. Das heißt, ich möchte mich gar nicht irgendwie in allen Sachen immer anpassen. Ich möchte meine eigene Meinung haben und da ist Gründen irgendwie eine spannende Geschichte. Okay, ja. Und das war also dann der Punkt. Und dann habe ich tatsächlich bei einem Kaffee trinken, ich habe ganz viele potenzielle Mitgründer getroffen. Irgendwie. Die wussten teilweise gar nichts von ihrem Glück, dass das so eine Art von verstecktem Casting war. Ja. Und dann habe ich Sven Galander getroffen, den ich namentlich kannte und so vom Gesicht hätte ich ihn gegrüßt auf der Straße, ja, aber hätte ich gewusst, wer er ist, nicht so richtig. Und dann haben wir einen Kaffee getroffen und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ihm dann von meiner Gründungsidee erzählt und er hat mir sehr kurz danach irgendwie eine Mail geschrieben, wie machen wir jetzt eigentlich weiter, und das führte dann zur Gründung. Und da ist einfach die Kernidee, Spielerberater für Top-Leute und Leute auf ihrem Weg zu begleiten, ihrer Karriere nachzugehen. So, das war die Kernidee damals, insbesondere weil wir den Eindruck hatten, dass Headhunter minimalstes Interesse an dem Gegenüber haben, an dem, was man da so macht. Und ich meine, es geht weiter bei jüngeren Leuten, das ist jetzt nicht unsere Kernzielgruppe, aber wenn man jetzt irgendwie Berufsberatung macht, dann empfehlen die im Zweifel irgendwie, geht auch zur öffentlichen Verwaltung oder in öffentlichen Dienst oder was auch immer. Ja. Wir wollen halt Leute auf ihrem Karriereweg seriös und mit einer breiten Erfahrung beraten. Ich glaube, Karriereberatung ist auch sowas, das kann man von zwei Seiten sehen. Ist einmal so dieses, du weißt ja selber gar nicht, was du machen willst, sagen wir, du bist 22 und hast irgendwie auch keine Ahnung, wo es hingehen soll. Und wenn da jetzt so ein normaler Berufsberater ist, der vielleicht sogar vom Amt kommt oder so, in die Schule geht, in das Studium geht und mit dir da spricht, das ist halt immer so, wie ich finde, so ein bisschen aufgesetzt und Hauptsache, wir haben Resultat, so Hauptsache Output. Und fertig ist. Aber dass man sich nochmal zwei Monate nimmt und nochmal überlegt, was man machen will oder wo man reingehen will, finde ich, ist immer noch wichtig. Beziehungsweise, was ich auch irgendwie gemerkt habe, ist, in den letzten Jahren auch gelernt habe, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, was du machst, sondern irgendwie auch eher, wo du reingehen willst. So, willst du einen Großkonzern, hast du Bock, da vielleicht Karriere zu machen, oder willst du lieber ein kleines Team gehen, wo du einen persönlichen Kontakt zu jedem hast? Ich finde, das ist so ein bisschen wichtiger, weil das auch so ein bisschen dieses Emotionale unterstützt, was immens wichtig ist, auch als junger Mensch, wie ich finde.
Ja, also ich glaube, insbesondere manchmal der Blick in sich selber irgendwie ist ganz ratsam und weniger manchmal auch darauf hören, was andere für schlaue Empfehlungen geben. Also der Punkt zum Beispiel Konzern, ich habe vieles gelernt in dem strukturierteren Umfeld. Ich habe fantastische Chefs gehabt. Ich habe mehr immer darauf geguckt, welche Vorgesetzten ich hatte, als was jetzt mein konkreter Job ist. Oder wie. Aber das ist spannend. Das ist genau das, was eigentlich wichtig ist. So, also ich finde, lieber habe ich 3-4 Bewerbungsgespräche und die Varianz zwischen denen sind dann 30.000 Euro Jahresgehalt, weniger, aber wenigstens weiß ich, da vertraue ich dem Geschäftsführer. So, das, ja. Mein erster Job, nachdem ich irgendwie schon Ausbildung hatte, ein Jahr Berufserfahrung und 3 Jahre berufsbegleitendes Studium, war mein Einstiegsgehalt 34.000 Euro. Ich habe das schlichtweg deswegen gemacht, weil bei dem Job, das war bei der Financial Times Deutschland dann auch, war, dass ich da direkte Sales-Erfahrung sammeln konnte und wusste, dass ich mit Kunden in Kontakt komme. Mhm. Da war das Inhaltliche stand vor dem Gehalt. Ich habe andere Angebote und andere Ideen gehabt. Ich habe sie schlichtweg nicht gemacht, weil ich was lernen wollte. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man jedem raten sollte, mal ein Wochenende mal drüber nachdenken, wo möchte ich eigentlich hin? Mache ich das Ganze irgendwie, das ist jetzt so ein weiser alter Mann-Ratschlag, aber mache ich das Ganze, weil ich meinen Eltern gefallen will? Werde ich deswegen Arzt oder studiere oder was auch immer? Ich glaube, da sollte man manchmal sich die Zeit nehmen, um zu gucken, wo will man eigentlich hin. Mhm. Ja. Das ist auch eine gute Frage, die man auch dann vielleicht 27, 28-Jährigen stellen kann und nicht nur die Leute, die jetzt aus dem Studium kommen, weil so eine Sache sich, glaube ich, nie löst. Ich weiß nicht, ob du wusstest, wenn du ja bei Comage gestartet hast, wo du jetzt stehst. War das so? Nee, ich wusste, dass ich, das, was ich wusste und was ich immer wieder machen würde, ist, ich bin ins Risiko gegangen. Ich habe mein Gehalt zu meiner vorherigen Stelle mehr als halbiert. Ich habe keinen Firmenwagen mehr gehabt, ich habe keine Sekretärin gehabt. Ich habe das schlichtweg deswegen gemacht, weil ich mein Berufsleben sozusagen umstellen wollte und weil ich auch wusste, ich will jetzt in diese neue, für mich neue Startup-Szene reinkommen. Und das bedeutet dann halt auch, dass ich auch finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Und ich komme nicht aus irgendwie einem Elternhaus, wo das jetzt, wo ich dann sagen kann, Mama, Papa, ich brauche alternative Einnahmequellen. Ich muss für mein Geld tatsächlich selber arbeiten irgendwie. Sehr zu meinem eigenen Leidwesen, aber es ist so. Nein, im Ernst. Also ich habe das gemacht einfach, weil ich mich berufsmäßig umstellen wollte. Und es war für mich die beste Entscheidung, die ich beruflich treffen konnte. Findest du, Erfolg ist abhängig von der Selbstverantwortung eines Menschen? Ich finde grundsätzlich, dass wir viel zu sehr immer auf andere gucken, dass das Unternehmen zu uns doof ist, dass der Staat zu wenig für uns tut. Ich bin überzeugter, und das kann man auch bei mir nachlesen, überzeugter Liberaler. Es geht um eigenen Mut, es geht um selber Dinge tun und jeder Weg kann richtig sein. Also so auch zum Beispiel, wenn man Studium abbricht, wenn man weiß, was man stattdessen macht, ist das der richtige Weg. Aber das zu generalisieren, dass alle jetzt ihr Studium abbrechen sollten, das ist halt unschlau. Man sollte seinen eigenen Weg verfolgen und ehrlicherweise das mit einer sehr, sehr großen Kraft tun oder versuchen, seinen eigenen Weg zu finden und den zu gehen. Außerhalb von HSV Werder gibt es aber noch eine Synergie. Es ist einmal dieses, ich bin ja, wir können ja gleich darüber sprechen, ob es wirklich so ist. Ich könnte jetzt sagen, ich bin die klassische Gen Z. Du bist, ja, weiß nicht, wo du dich siehst, kannst du das selber gerne mal sagen. Also ich komme ehrlicherweise, ich weiß immer nicht, was dieses Klassische ist. Ich weiß, dass ich sehr preußisch geprägt bin tatsächlich. Wenn man einen Stempel auf dich packen würde, wie würdest du dich nennen? Also von deiner Generation her, wo siehst du dich, in welcher Kategorie? In keiner Schublade. In keiner. Ich will in keiner Schublade sein. Sehr gut. Bin Individuum. Wenn ich irgendwie Borg sein will oder Teil der kollektiven Masse irgendwie, wollte ich nie. Ich wollte mein eigenes Ding machen, ich wollte meinen eigenen Weg gehen und ich will mit Sicherheit nicht irgendwie einen Stempel bekommen, irgendwie, weil ich irgendwie das äußere oder innere Merkmal habe, bin ich irgendwie das und das. Ja, nee. Als wir Kaffee getrunken waren, hast du auch erzählt, dass du sagst, die Gen Z gibt's so gar nicht. Was,
meinst du genau damit? Warum wolltest du das so ausbringen? Also jetzt mal hart gesprochen, das ist jetzt... kein Problem. Wir wollen alle, wir lesen irgendwie auf LinkedIn ja eine Pseudorealität. Da wird dann immer gesagt, die Generation ist so und dann, um diese Generation oder diese Zielgruppe zu verstehen, kaufen sie dieses wundervolle Produkt von mir. Das ist letztendlich die Gen Z, da gibt es Leute, die sind Handwerker, es gibt andere Leute, die sind irgendwie, die kiffen den ganzen Tag irgendwie, es gibt andere Leute, die arbeiten tierisch viel, also auch in unserem Café hast du auch den Eindruck gemacht, obwohl du dein Studium abgebrochen hast, irgendwie, dass du wirklich ein Ziel hast, was du verfolgst. Andere irgendwie wollen gerne irgendwie, das ist glaube ich die Gen Z-Generation, wenn es die Generation ist, ist die am meisten im öffentlichen Dienst arbeiten will, was mich total schockiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, wieso? Weil dieses Sicherheitsstreben irgendwie, wenn sich die Gen Z mal vor Augen halten würde, dass sie größere Spießer als ihre Eltern sind, gegen die sie kämpfen, dann wird es halt hart. Also es ist halt eigentlich witzig irgendwie, dass man irgendwie gegen die Autoritäten kämpft und das größte Spießertum besteht darin, dass man gerne für den Staat arbeiten möchte. Das ist, sollten sich manche vor Augen führen. Aber es gibt nicht die Generation, es gibt Gruppen. Wenn man sich Gruppen anguckt, gibt es ähnliche homogenere Einzelgruppen und ich glaube trotzdem irgendwie, dass das nicht alles irgendwie unter einen Kamm zu scheren ist. Ja, Pseudorealität ist irgendwie auch so ein bisschen so der Begriff, der mir bei anderen Sachen sehr schnell vorkommt. Es ist beispielsweise für mich im New Work auch so ein bisschen so, wo ich so denke, manche Sachen, die man auf LinkedIn halt wirklich sieht, da denkt man sich, es sagt so gar keiner. Es ist einfach nur ein LinkedIn-Post, ein Headline, die catchen soll, aber es hat noch nie jemand sowas gesagt. So beispielsweise, alle meine Mitarbeiter wollen 4-Tage-Woche. Ich wüsste jetzt nicht, in welcher Firma das so wäre, dass die protestieren, dass sie eine 4-Tage-Woche wollen. Und deswegen denke ich auch oft da, dass es irgendwie sowas Aufgesetztes ist, dass man jetzt wieder ein USP entwickeln muss, irgendwie wieder ein Alleinstellungsmerkmal, wieder eine Gruppierung und eine allgemeine Meinung irgendwie, hab ich das Gefühl. Naja, wir heischen nach Aufmerksamkeitsökonomie. Ganz ehrlich, ja. Wir wollen irgendwie, wir reduzieren doch mittlerweile unsere Kommunikation auf den schneidigen LinkedIn-Post irgendwie, wie man das runterbrechen kann. Alle meine Mitarbeiter wollen das. Alle Mitarbeiter wollen irgendwie holokratisches Arbeiten so und wollen keine Autoritäten. Realität ist, wenn man Führungskraft ist, gibt es ziemlich viele Mitarbeiter, die klare Ansagen wollen und auf einmal doch irgendwie den Chef oder die Chefin wollen. Wir wollen, glaube ich, alle einigermaßen das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf irgendwie dann hinkriegen, wenn man in der Situation ist. Aber es gibt genauso Leute, die wollen halt so quasi überzeichnet die Work-Work-Balance, die anderen wollen die Life-Life-Balance und dann gibt es noch die dazwischen irgendwie. Wir überzeichnen total. Wir sind nicht mehr in der Lage, irgendwie zu differenzieren in der Betrachtung. Das ist zum Beispiel, zurückkommt zum Thema Remote Work. Es gibt Leute, ziemlich viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, favorisieren das Thema hybrides Arbeiten. Also mal zu Hause bleiben, mal ins Büro gehen und dann aber auch abends vielleicht mal mit Kollegen, Kolleginnen ein Trinken gehen. So. Ja. Und dann gibt es irgendwie so ein paar, die aber relativ laut sind, die sagen irgendwie nur 100%ig remote ist das feinste Arbeiten. Ja, und jetzt gibt es den Gegentrend, irgendwie der Amazon-Gründer hat jetzt am Wochenende oder letzte Woche irgendwie kommuniziert, dass alle wieder ins Office sollen und jetzt sind alle wieder ganz total empört irgendwie und die Realität ist, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja, ähnlich auch mit dem Thema War for Talent, Mitarbeitergewinnung. Wir haben letztes Jahr, letztes Quartal auch so ein bisschen, also Q4 letzten Jahres oft gehört, dass, ich nehme jetzt mal die Unternehmensberatungsbranche, immens Talente sucht, mein ganzes LinkedIn-Feed war voll Talentsuche in der Unternehmensberatung. Jetzt höre ich, ach, Kundengewinnung ist eigentlich so das Thema, was irgendwie wichtig ist. Jetzt müssen wir nochmal switchen. Ah, Talentgewinnung, ja, Gen Z, die brauchen wir gerade nicht. Lass sie mal zur Seite legen und jetzt gehen wir wieder auf Kundengewinnung. Es ist so, McKinsey, bestes Beispiel mit den 20.000 Stellen. Es sind 2000 Stellen. 2000, sorry. Bei McKinsey, aber das sind halt Serviceabteilungen irgendwie, die da reduziert werden. Aber auch da und
auch Teil der Realität ist, McKinsey hat seit 2018 28.000 Angestellte auf 38.000 aufgebaut und jetzt bauen sie 2.000 ab, also relativ haben sie immer noch einen Zugewinn nach Adam Riese. Aber der Punkt ist halt einfach, dass wir alle auch in sehr kurzen Zyklen ja nur noch denken. Das ist genau der Punkt. Ja. Es gibt immer noch Leute, die in Unternehmensberatung arbeiten wollen irgendwie. Es gibt aber trotzdem auch immer weniger Leute, die sich nur mit dem Paycheck irgendwie beeindrucken lassen, also das hohe Gehalt. Ja. Dadurch, dass ich ein bisschen älter bin, früher war es noch cool, irgendwie im Investmentbanking zu arbeiten. Ich glaube, die gibt es heute kaum noch, die das sagen irgendwie. Und mittlerweile hat halt auch die Unternehmensberatung Schwierigkeiten. Aber das liegt auch daran, dass die Arbeitsbedingungen 4 bis 5 Tage in der Woche irgendwie, jetzt sage ich wieder was Schlimmes, in Bielefeld zu arbeiten, das wollen halt auch ganz wenige irgendwie so. Mhm. Und da müssen halt auch Unternehmensberatungen sich umstellen. Aber auch die Kunden der Unternehmensberatung müssen sich halt irgendwo umstellen, wenn sie gute Berater haben wollen. Das ganze Geschäftsmodell ist insbesondere in dem Bereich ja auch stark unter Druck. Ja, wobei ich von mir mal sprechen muss, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt hier bei Insta weggehen, wenn ich jetzt, oder das hat auch ein Kunde bei uns mal gesagt, der auch eine Unternehmensberatung hat, 75 Mitarbeiter in München, Managementberatung, wenn er jetzt auf StepStone oder Indeed schaut und eingibt, Senior Consultant gesucht, dann landen da 11.000 Ergebnisse. So. Wie soll man denn eigentlich mittlerweile noch differenzieren zwischen Unternehmensberatung A und B, wenn der Name ja eigentlich austauschbar ist? Habe ich mittlerweile gelernt. Das ist in Teilen so und ich glaube, da sind wir dann wieder irgendwie, dass sich viele Bewerber auch anschauen sollten irgendwie, was sie irgendwie bei der jeweiligen Beratung lernen können oder ob einfach der Name der Beratung super ist und das vielleicht für das berufliche Fortkommen auch wichtig ist. Das ist tatsächlich so. Aber das gilt bei ganz vielen Jobs. Ich glaube, die 11.000 Leute, die da gesucht werden, das wird auch überzeichnet, weil mittlerweile jeder Job, der ausgeschrieben wird, wird wahrscheinlich auch Consultant oder sonst was genannt, weil es sich auch cool anhört. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube auch, nochmal zurück zu dem Thema New Work und sowas, Gen Z, den ganzen Teil. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem der Globalisierung, dass wir mittlerweile eine Meinung ja natürlich direkt nach außen bringen können. Das ist dann LinkedIn perfekter Kanal für, kann auch Twitter sein. Und sich dadurch dann so ein bisschen dieses Schneeball aufbaut und aufbaut und aufbaut und letztendlich wieder so eine Pseudo-Realität gelebt wird, wie jetzt beispielsweise mit New Work. Letztens hier mit der Feminismusdebatte, Frauentag, da hattest du ja auch ein, zwei Kommentare da gelassen, hatte ich gesehen. Ist ähnlich. Ich glaube, das Thema ist nochmal zurück. Wir gucken uns zu wenig mittlerweile irgendwie mal Realitäten an. Also das Beispiel erstmal bei New Work ist so, wir glauben halt, wenn wir 10 Absagen für Jobs bekommen, weil Mami immer gesagt hat und Papi, du bist wundervoll und man noch nie irgendwie Rückschläge im Leben hatte, dass man dann auf LinkedIn einen Post machen muss, das Unternehmen XY ist irgendwie das schlimmste Unternehmen der Welt. Also ganz ehrlich, in meiner Generation hat es auch Enttäuschung gegeben. Das ist keine neue Erfindung der Gen Z, dass man auch Rückschläge einstecken muss. Das Problem ist, dass die heutige Gen Z-Generation nicht mehr in der Lage ist, mit Rückschlägen umzugehen. Also die Frustrationstoleranz, die ist extrem niedrig. Da kommt dann direkt irgendwie, das ist ein Angriff auf Mental Health. Ich will das nicht runterspielen. Ich will aber schon sagen, jeder von uns hat schon mal mit einem Rückschlag, auch mit einer Absage im Job zurechtkommen müssen. Wir sind aber mittlerweile so, dass wir immer direkt weiterziehen. Wir nehmen dann den nächsten Job an, weil einmal der Chef gesagt hat, das reicht jetzt nicht. Also würdest du sagen, Millennials, ich will jetzt nicht jede Kategorie sehen hier, aber die ältere Generation ist resilienter demzugegen? Ich will mal so sagen, dass Social Media und intensive Nutzung von Handys und so weiter nicht immer nur Gutes mit sich gebracht haben und dass Debatten, die irgendwie so, sage ich mal, aus dem Keller geführt werden auf Twitter und Facebook irgendwie, dass die es leichter machen irgendwie und man teilweise mit weniger Argumenten bei Diskussionen durchkommt, insbesondere durch Empörung und fehlender Einstieg in die Tiefe, weil du das angesprochen hast und weil das sonst vielleicht auch falsch stehen bleibt. Ich finde den Weltfrauentag als Feiertag jetzt irgendwie aus mehreren Perspektiven interessant bis kritisch. Also das Erste ist, wenn ein Feiertag nur in Berlin stattfindet, ist das bei nationalem oder internationalem Geschäft schon ganz witzig. Ich glaube, Schleswig-Holstein auch.
Oder Mecklenburg-Vorpommern, aber das ist jetzt irgendwie ökonomisch, ist das jetzt, sind da nicht meine Kernkunden unterwegs. Ich glaube, dass das dieses Feiern irgendwie, das Absprechen, also entweder feiere ich den Weltfrauentag, dann habe ich Respekt vor Frauen, wenn ich ihn nicht feiere, dann bin ich irgendwie Frauenhasser, also misogyn oder sowas. Das ist absurd. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie Dinge da kritisch sehe, grundsätzlich feiere ich ungern Themen, die von der Internationalen Sozialistischen Partei aufgesetzt worden sind, so ganz grundsätzlich, weil Sozialismus ist so das Entfernteste zu dem, was ich positiv sehe. Ich habe ehrlicherweise bei diesen Diskussionen immer keinen Bock zu sagen, ja, aber ich bin doch 100% alleiniger, alleinerziehender Vater. Diese Viktimisierung irgendwie, die ist so unerträglich geworden und insbesondere bei dem Frauenthema gibt es so viele Themen, die man besser machen kann, die man aber auch offen ansprechen sollte. Warum gibt es weniger Frauen, die Interesse an Führungspositionen haben? Warum gibt es weniger Frauen, die Business Angel werden? Warum gibt es irgendwie weniger Gründerinnen irgendwie als Männer? Das sind Themen, die muss man besprechen. Aber wenn man sie dann anspricht, ist man nicht gleich Sexist. So, das ist mein Thema, warum ich da auch beim Weltfrauentag auf LinkedIn 2-3 Kommentare zu abgegeben habe. Ich glaube, dass also da bin ich so teils bei dir, weil ich da auch oft sehe, dass man, wenn man eine Debatte startet, dass man dann oft auch kein richtiges Feedback bekommt, warum denn die Debatte überhaupt existiert. So, auch bei mir in der Generation ist es dann oft so, dass ja gesagt wird, das wird ja auch so eingetrichtert in der Schule, wir hatten also auch Themen, die in die Richtung gehen, mit Sozialem, mit der Unterdrückung von Frauen etc., auch in anderen Ländern. Und das wird dann so teilweise mit aufgenommen, dass man sagt, Frauen haben Nachteile in Deutschland. So, und das wird dann hier so, bam, Frauen haben Nachteil. Und dann wird das so aufgegriffen von der Generation, jetzt auch von mir, von denen, die Mitte 20 sind. Und es wird aber nie hinterfragt mehr, weil das mittlerweile so in dem Grundsystem mit eingebaut ist, dass man denkt, okay, es kann sich ja gar nichts mehr ändern, aber ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. So. Das ist die Aktivierung von gewissen Gruppen, die das sehr geschickt machen. Also das ist ja diese ganze Debatte rund um das Thema Wokismus und tatsächlich dann wieder irgendwie, dass man mittlerweile stigmatisiert wird. Das ist eine konservative Position, die ist AfD-nah, wenn ich irgendwie so irgendeine Position vertrete. Wir verengen, das ist eins meiner Lieblingsthemen, wir verengen total den Meinungskorridor. Wir wollen irgendwie, keiner sagt mehr kritisch, wenn eine Antidiskriminierungsstelle, eine Meldestelle Antidiskriminierung oder Frauendiskriminierung gegründet wird von der Antonio Amadeo Stiftung. Wo man melden kann, dass irgendwelche Themen irgendwie passieren, dann ist das ein Eingriff auch in Teilen in die Meinungsfreiheit. Dann kann man sagen, irgendwie, da macht man die Welt besser irgendwie, aber man kann nicht bei jeder Äußerung immer direkt mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist kriminell, weil das in unserem Diskurs einfach total einschränkt, was wir überhaupt noch sagen dürfen. Und da ich früher irgendwie sehr, sehr viele Bücher gelesen habe, unter anderem auch von George Orwell 1984, was ich jedem mal ans Herz legen würde zum Thema Neusprech, also wie Sprache auch sein muss. Weil ich zum Beispiel nicht gendere, bin ich nicht direkt irgendwie Sexist. Ja. So. Und weil ich das jetzt nicht tue irgendwie, würde ich Frauen nicht wertschätzen. Völliger Unfug. Natürlich. Ich finde jeden Menschen auf der Welt, egal was er tut, wo er herkommt, wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat, das ist mir ehrlicherweise vollkommen wurscht, weil ich liberal bin und einfach denke, jeder kann seinen Weg gehen und jeder kann glücklich werden, wie er will, solange er mir nicht in meinen Garten reinkommt und Scheiße baut. Irgendwie. Leute sollen mich einfach mein Leben leben lassen und ich lasse andere das Leben leben. Und wir sind dazu nicht mehr in der Lage. Wir wollen einfach, dass alle so sind wie wir und dass wir es einfacher haben wollen. Wir wollen uns auch die ganze Zeit zu Opfern machen. Wir sind aber keine Opfer irgendwie, wir sind Teile einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Menschen und Positionen. So. Wenn man da jetzt drüber kurz philosophiert, also warum glaubst du, denken Leute, dass es leichter ist, sich als Opfer darzustellen als Gewinner? Weil wir, glaube ich, insbesondere in Deutschland Großmeister darin sind, irgendwie uns im Sinne des Mittelmaßes zu positionieren. Also wir sind in Deutschland, wir mögen Leistungen nicht. So sehr wir einerseits irgendwie Gehalt unter jungen Leuten als Einstiegsgehalt okay finden, wir wollen keinen Unternehmer, wir wollen kein Reichtum, wir wollen lieber den ganzen Tag über die Reichensteuer diskutieren, als dass wir mal darüber diskutieren, dass ein
sehr großer Teil der Steuerzahler irgendwie den Spitzensteuersatz bezahlt und sich noch nicht mal mehr eine anständige Wohnung leisten kann. Das wollen wir die ganze Zeit tun. Wir wollen halt die ganze Zeit gesellschaftlich als Opfer sein und am liebsten wollen sehr viele irgendwie dann immer den Staat rufen und sagen, das muss ja der Staat regulieren. Mhm. So. Also um das gleich noch zu erweitern, ich habe gerade gestern irgendwie ein Video gesehen von einem Klimaaktivisten, der sagte, wenn das Individuum die falschen Entscheidungen trifft, dann muss der Staat regulativ eingreifen und muss die Menschen, die Individuen zu einem ordentlichen Verhalten zwingen. Hm. Also ehrlicherweise mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Geschichte auch der DDR, die wir hier hatten, irgendwie finde ich schon mittlerweile erstaunlich, wie stark man Fan von totalitären Maßnahmen des Staates sein kann, irgendwie so. Mhm. Weil das ist eine Gesellschaft, in der ich nicht leben will. Und wohlgemerkt, ich habe Kinder, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder in dieser Gesellschaft leben. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man durch Medien auch so ein bisschen kennenlernen durfte, auch die letzten Jahre mit Corona etc. Wo ich auch selber, also kleine Story zu mir und zum Kontext, ich habe Handelsblatt sehr gerne gelesen, über mehrere Jahre, auch während der Schulzeit schon sehr oft und habe so jetzt letztes Jahr gemerkt, als es mit Ukraine-Krieg losging, mit Corona irgendwie nicht aufgehört hat, habe ich gemerkt, dass viel in Deutschland auch doppelmoralisch gesehen wird und ist auch so. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich meine Medienzeit so ein bisschen runtergeschraubt, was es angeht. Also alles, was Tagesschau ist, bis Handelsblatt, leider auch. Ich mag Handelsblatt eigentlich sehr, wo ich mir aber denke, viel wird da einfach nicht erwähnt oder anders gesehen, als es eigentlich sein sollte. Bestes Beispiel, das mal damals mit der WM Katar, wir haben diese Binde getragen. Die Innenministerin saß da in der Tribüne, hat das getragen. Wir haben diesen Mund Verdeckung gemacht vor dem, im Stadion, vor dem Spiel. Und gleichzeitig, zwei Wochen später, kam Habeck und hat diesen Flüssiggas-Deal gemacht. So. Where? Also verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht, wie wir das auf der einen Seite so massiv kritisieren, da zu spielen und irgendwelche Sportereignisse kritisieren und gleichzeitig dann aber so einen Deal einfach über die Bühne gehen lassen und nichts sagen. Also ich glaube, das ist ja tatsächlich, das Beispiel Habeck ist ein sehr, sehr gutes irgendwie, dass mittlerweile ja Politik auch viel über Ideologie gemacht wird und sich nicht mehr rationale Dinge angeguckt wird. Also würde man irgendwie Dinge rational betrachten, würde man vielleicht auch nochmal überdenken, ob zum Beispiel auch der Ausstieg aus der Atomkraft aktuell in einer großen Energiekrise der beste Weg ist. Also nur mal als ein Beispiel. Kann man sich über das Thema eigentlich noch rational unterhalten? Nee, kann man nicht, weil irgendwie dann wird man sofort als Klimasünder gesehen. Ja, genau, so. Das ist auch wieder das. Ja. Und das Problem dahinter, und da komme ich halt auch ein bisschen her, also ich will nicht sagen, dass ich zu jedem Thema Experte bin, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen. Medien verlassen auch immer mehr diese Rolle als unabhängiger Betrachter, als vierte Gewalt, sondern nehmen oder versuchen, eine aktive Rolle im Diskurs einzunehmen. Ich bin dreimal geimpft, mein Sohn ist geimpft und trotzdem sage ich, vieles, was bei Corona passiert ist, kann man kritisch hinterfragen. Also wie schnell wir Freiheitsrechte abgeschenkt haben, irgendwie, weil der Staat gesagt hat, das muss jetzt aber so sein, dass wir teilweise irgendwie unsere Kinder keine anderen Kinder mehr treffen sollten, irgendwie so. Da sind Dinge passiert und dass wir eigentlich auch geimpft werden zu einer Impfpflicht. Alle müssen geimpft werden, wieder in die Körperlichkeit eigentlich eingegriffen wird. Und wie kritiklos wir das alles mittlerweile hinnehmen, ist überraschend. Ich bin wie gesagt, voll durchgeimpft irgendwie, aber ich finde, ich habe einen großen Respekt und ein Verständnis für die Leute, die gesagt haben, sie haben keinen Bock, sich wegen einer staatlichen Vorgabe impfen zu lassen. Hm. In den Medien wiederum wurde man dann aber auch zu einem gewissen Boomer und die Medien haben in vielen Fällen Partei ergriffen und das tun sie in ganz, ganz vielen Themen. Zum Beispiel, wenn das Handelsblatt, wenn die Chefkommentatorin eine ganz offiziell starke Verfechterin der Frauenquote ist, finde ich das durchaus interessant. Also nicht, weil es mir um die Frauenquote geht, aber wenn halt Medien Partei werden und in dem Diskurs die Rolle verlassen, dass sie aktuell auch beim Beispiel Klimabewegung, da gibt es Leute, die sagen,
in Redaktionen gibt es viele grüne Wähler. Und die Nähe, die man bei dem Klimathema zwischen der Grünen Partei, Parteipolitik, zu Institutionen, Lobbyverbänden und dann zu den flankierenden Medien ziehen kann, die sind interessant. So. Und wenn man nicht jetzt sagt, Klima ist mein allerwichtigstes Thema irgendwie, dann ist man rechts, dann ist man AfD-nah. So, das ist zurzeit der Diskurs. Ich bin übrigens an der Stelle, ich sage das nochmal irgendwie, ich bin Liberaler und das heißt nicht, dass ich FDPler bin, sondern ich bin liberal. Das ist aber mittlerweile so, wenn ich zum Beispiel sage, also ein kleiner, hier auch eine Anekdote, als ich hierher gekommen bin, hast du mich gefragt irgendwie, wie ich hierher gekommen wäre und ich habe gesagt, ich bin mit dem Auto gefahren. So, warum bin ich mit dem Auto gefahren? Ich wohne in einem Randbezirk in Berlin. Ich fahre deswegen Auto, weil ich in die Innenstadt hierher 1,5 Stunden brauchen müsste irgendwie. Ich habe aber heute Morgen meinen Sohn in die Schule gefahren irgendwie. Dann musste ich irgendwie zu einem Kaffeetermin nach Mitte und das hätte ich alles natürlich völlig anders tun können. Aber das Problem ist, ich bin halt auf diesen Freiheitsgrad zum Beispiel vom Auto angewiesen, weil ich nicht im Innenbereich Berlins wohne, wo irgendwie das Leben halt ein anderes ist, als wenn ich irgendwie hinten da drüben bei den Bäumen wohne, was ich tue. Ja, ja, also nur mal festzuhalten, mich schnauzt das so ein bisschen an, dass es mittlerweile einfach ja, so generalisiert wird. Und diese Doppelmoral, nochmal um diese Doppelmoral zu betonen, es ist einfach mittlerweile so, dass wir uns es immer so zurecht machen, dass Deutschland letztendlich irgendwie wieder auf der richtigen Stelle steht. Wir sind immer die, die Sachen in andere Länder bringen wollen. Aber wenn etwas bei uns ist, was vielleicht uns nicht so passt, dann werden wir direkt so, dass wir etwas gegen das Mittel machen wollen, gegen das Instrument machen wollen. Und das sehe ich einfach nicht als... Also das finde ich nicht schön, hier zu leben und zu wissen, wir haben hier Kritik, wir haben bundesweite Kritik über das Thema Katar mit WM und dann gleichzeitig haben wir die Kritik von außerhalb, dass wir Sachen in andere Länder reinbringen wollen. Wir machen Deals mit denen, was Energie angeht und denken selber, wir haben alles richtig gemacht und wir brauchen ja die Energie, wir brauchen das ja. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber es ist einfach... aber um das mal wieder zurückzubrechen, ich weiß gar nicht, ob wir Deutschen auch wirklich so viel ins Ausland verkaufen wollen oder ob wir das zukünftig tun. Es gibt in den 100 größten Firmen der Welt gibt es keine deutsche Firma mehr. Ja. Letztendlich, wenn wir darüber reden irgendwie, und das ist nicht politisch, aber wenn wir über Industrien reden, wie zum Beispiel die Autoindustrie, wo viele Veränderungen notwendig sind, und wenn wir dann irgendwie aber posten, ernsthaft, dass irgendein französischer Minister sagt, die Deutschen sollen doch jetzt unbedingt aus dem Verbrennermotor aussteigen, dann verstehen wir nicht, weil wir nicht irgendwie bis an die Wand denken können, dass der französische Minister vielleicht auch denkt, der deutsche Wettbewerbsvorteil gegenüber Frankreich lag auch stark an der Automobilindustrie. Wir wollen die also jetzt aufhören, ganz ehrlich, weil halt Citroën und Peugeot keine Sau fahren will irgendwie so, sind die natürlich froh drum, wenn wir aus diesem Markt aussteigen. Das hat auch irgendwie alles... Da auch wieder Klimawandel ist die Überschrift, Geld ist der Untertitel. Das sind halt Themen, die ich einfach sage, wir sind in Deutschland, im europäischen, aber auch im weltweiten Vergleich, wir sind infrastrukturell mittlerweile eher im Mittelfeld, wenn nicht im Schlusslicht, also Stichwort Digitalisierung, Infrastruktur von Internet, ganz viele Themen, die auch für den Gründungsstandort irgendwo wichtig sind, die funktionieren in Deutschland nicht so, wie man sich das vorstellen kann. Die Bahn, wir sagen immer irgendwie, wir hören jetzt mit dem Auto auf, die Bahn ist aktuell ein Sanierungsfall. Wenn jemand zurzeit Zug fährt, ist es eine Katastrophe. Wenn man irgendwie in Berlin wohnt, hat man trotzdem irgendwie, wenn man einmal 20 Minuten fährt, fährt man durch 3 Funklöcher durch. Das sind halt Themen, die wir dringend angehen müssten, um Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erlangen. Aber wir diskutieren halt darum, dass wir Sachen abschalten wollen, dass wir von der Marktwirtschaft, von der wir enorm profitiert haben, eigentlich uns abkehren wollen. Und das sollte man einfach nur bedenken. Und ich glaube, eine ganz andere Geschichte ist dann auch noch, und dann wieder zurück zu dem Thema irgendwie Startup-Bereich. Wir haben unglaublich viel Potenzial, insbesondere auch die junge Generation, aber auch die Intelligenz, die wir in diesem Land haben, bei den Ingenieuren, in der Wissenschaft, aber auch
in ganz vielen Bereichen, auch zum Beispiel Handwerksausbildung in Deutschland, ist international beispiellos irgendwie super gut. Ja. Und auch die junge Generation. Nur das Problem ist, dass wir ein bisschen aus den Augen verlieren, wir sind da hingekommen, wo wir heute sind, zu einem führenden Industrieland in der Welt, weil wir viel gearbeitet haben und weil meine Eltern und vermutlich deine Großeltern irgendwie, weil die halt das Land wieder aufgebaut haben und weil die nicht die ganze Zeit gejammert haben, sondern weil die gearbeitet haben. Und wir verwalten aktuell mehr den Wohlstand, als dass wir irgendwie darüber nachdenken, was denn in 10, 15 Jahren einfach hier in Deutschland sein soll. Wo ich sehr tatsächlich als, also als früherer Handelsblatt ja lieber sagen kann und auch stolz drauf bin, ist das Thema Flix Mobility oder die Firma Flix Mobility, die jetzt, ich glaube, letztes Jahr, leider lese ich kein Handelsblatt mehr, von daher weiß ich nicht mehr, ob es jetzt so ist, letztes Jahr Greyhound gekauft hat aus Amerika. Wir haben das komplette Busnetzwerk letztendlich aufgekauft in Amerika, Fernbusnetzwerk, und das sehe ich schon als Erfolg, wo ich dann auf der anderen Seite wieder lesen kann, dass wir Flixtrain oder Flix Mobility, Flixtrain jetzt in dem Sinne explizit, nicht hier auf die Gleise packen können, beziehungsweise können wir, aber es wird nicht unterstützt vom Staat, weil wir natürlich wieder Aktien der Stadt oder wieder Aktien in der Deutschen Bahn, sprich die Reparaturstellen, die Handwerksstellen, die an den Gleisen stehen, können nur von der Deutschen Bahn genutzt werden und dürfen nicht von Flix Mobility genutzt werden. Heißt, wenn jetzt ein Zug von Flixtrain genutzt wird, es gibt ja hier welche, die hier durchfahren, Gendarmenmarkt jeden Tag, wenn die kaputt sind, dann müssen die auf einen Laster gepackt werden und zu einer Reparaturstelle von Flix Mobility gepackt werden. Allein das ist doch wieder ein Zeichen, dass wir das ganze Ding nicht unterstützen und eigentlich diese Zugwende hier in Deutschland gar nicht so, also nicht so unterstützen, wie wir es hätten können. Es gibt ganz viele Bereiche. Es ist mal ein Beispiel, ja. Wir reden ganz viel über sozial, wir reden ganz viel über der Staat sollte das und das tun, wir reden ganz wenig über Wettbewerb, über Wirtschaft irgendwie. Ja. Sobald man über Wettbewerb, Wirtschaft redet, kommt irgendwie so das erste Argument bei mir ist dann immer, ich wäre libertär. Also Gegner des Staates, ich wäre irgendwie neoliberal, auch das Kampfwort schlechthin irgendwie, neoliberal, wo ich so denke, ey, Entschuldigung, also die Deutschland wird von anderen Ländern um die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard beneidet, dass wir genau diesen Ausgleich haben zwischen irgendwie, wir gucken auf die Schwachen und wir lassen aber auch den Starken irgendwie Entfaltungsspielraum. Das wäre schön, wenn wir da wieder hinkommen, aber wir rufen halt lieber, der Staat sollte viel mehr machen und ganz ehrlich, mit Verlaub, das sei mir gestattet, weil wir auch über HR-Themen und so weiter geredet haben, wir haben in Deutschland eine mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Politikerkaste, die irgendwie, das geht ja noch weiter, das sind ja nicht nur Studienabbrecher, sondern das sind Leute, die halt einfach in dieses System als Profipolitiker einsteigen, aber noch nie gearbeitet haben. Und jetzt kann man sagen, das ist ja auch ein eigener Beruf. Nee, aber wenn man überhaupt keinen Bezug mehr zum echten Leben hat, irgendwie, zu den Themen, die die Leute da draußen haben, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, wir haben da ganz, ganz viele Herausforderungen. Ich glaube aber, ich bin da hoffnungsfroh, auch bei der Gen Z, dass wir irgendwann wieder entdecken, dass auch Arbeit auch geil sein kann. Also ich habe eben gerade eine Gründerin getroffen und wir haben uns auch über Spaß an Arbeit irgendwie unterhalten. Das ist ja auch eine Debatte, das darf man heute gar nicht sagen, dass man mal sich so öffentlich hinstellt und sagt, nee, Arbeit macht mir echt Spaß. Ja, ist so. Anderes Beispiel, letztes, dann kann ich das Thema auch schließen, aber es ist einfach, finde ich, so super wichtig mal zu erwähnen, ist wieder sowas. Wir haben, ich habe da mal was mich reingelesen, deswegen weiß ich das so genau. Wir haben die Lottozahlen und man blickt da gar nicht so hinter, weil man immer denkt, ja, es ist schon immer so gewesen, aber wir haben die Lottozahlen, die jeden Tag in der Tagesschau erwähnt werden. Das klare Suchtpotenzial, dass wir Lottospielern geben. Und auf der anderen Seite haben wir die Marihuana-Debatte, wo die Grünen sagen, nee, das geht nicht, weil die werden süchtig und wir erlauben, die süchtig zu werden. Wir haben Alkohol legal, der Staat ist mit Aktien drin in der Lotto. In der Lotto-Lobby und spielen das sogar jeden Tag nochmal den Bürgern aus, den 80 Millionen hier. Und auf der anderen Seite sagen wir, nee, Marihuana ist nicht erlaubt, weil es macht süchtig. Es ist wieder sowas.
Also es ist alles ist irgendwie... Ja, ich bin, wobei, also da ich bin da ein bisschen irgendwie die Argumentation, irgendwie das dann auch noch zu erlauben, ich bin da... Ja, aber ich finde, also entweder man macht so oder man macht so, aber ich die Verpackung, es geht mir um die Verpackung, zu sagen, Suchtpotenzial, ja, nein, damit kann ich Weed-Legalisierung nicht schlecht reden. Was ich ganz spannend finde an der Debatte und man merkt, oder man, ich glaube, man kann raushören irgendwie, dass ich mit der grünen Politik nicht so sonderlich einverstanden bin, aber der Punkt ist zum Beispiel, wenn man dann fordert, dass Süßigkeitenwerbung verboten wird. Auch so ist ja. Aber dann gleichzeitig sagt irgendwie, dass Marihuana erlaubt werden soll. Dann sage ich ganz ehrlich, also man kann das alles diskutieren, aber du kannst doch nicht irgendwie eine Droge zulassen, während du Süßigkeiten irgendwie dann die Werbung dafür verbietest, denn ehrlicherweise, dann sind wir wieder bei dem Thema zurück. Es ist die Aufgabe der Eltern, dafür zu sorgen, dass meine Kinder nicht ständig Süßigkeiten essen. Das ist nicht die staatliche Aufgabe. Ganz ehrlich, es kann ganz, ganz viel Werbung geben. Mein Kind wird trotzdem nicht jeden Tag Süßigkeiten bekommen. Und ich kann das kontrollieren als Vater. Und das ist die Widersprüchlichkeit der Politik, sollte man und auch unseres gesellschaftlichen Lebens, die sollte man sich ab und an mal vor Augen führen und dann mal runterkommen und versuchen, wieder ein bisschen über rationalere Angänge irgendwie über Dinge diskutieren. Ja, gut, alles klar. Ich glaube, dann haben wir das Kapitel noch geschlossen. Was ein guter Freund von mir noch mir geschrieben hat, was ich fragen soll, ist, präferierst du es oder pflegst du zu sagen, mach dein Hobby zum Beruf und werd dadurch erfolgreich oder wähle gekonnt eine Nische, in der Geld steckt und wird dort erfolgreich? Also mein Hobby zum Beruf machen, dann hätte ich irgendwas im Fußball gemacht und wäre da jetzt Fußballmanager. Ich habe das allerdings nicht getan, weil ich mich mit ein paar Fußballspielern unterhalten habe und ich sage mal so, ich arbeite gerne mit intelligenten Menschen zusammen. Das ist jetzt aber auch pauschalisiert hier. Das ist aber pauschalisiert, ja. Aber wenn du dich mit ein paar von denen unterhältst, das ist eine Industrie, die hochgradig schwierig ist, also auch die Verlogenheit der Debatte Katar hast du ja schon angerissen. Nein, ich glaube, man sollte natürlich was machen, wo man eine gewisse Grundleidenschaft zu hat. Also bei mir, das mag man mir jetzt glauben oder nicht, aber ich war nicht immer der extrovertierte Sales-Typ, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das kann, dass ich stark netzwerken kann und habe etwas gefunden, wo ich mich, glaube ich, im positiven Sinne sozusagen von anderen Leuten entscheide. Und ich glaube, das Spannende ist, dieses etwas an sich finden, was man vielleicht besser kann als andere und das dann forcieren. Das ist ja letztendlich auch, wenn wir jetzt beim Sport wieder sind, irgendwie, wenn man merkt, dass man irgendwie besonders gut Fußball spielen kann, dann sollte man da dann draufgehen sozusagen. Ja, ja. Aber man sollte natürlich auch irgendwo seinen Leidenschaften folgen. Allerdings, vielleicht so ein BWL-Bild, wir gucken zu sehr manchmal irgendwie im Sinne der Maslow-Pyramide auf die Spitze der Pyramide und nicht irgendwie auf die Grundbedürfnisse. Es geht erstmal darum, es ist Arbeit und um Geld verdienen. Und insbesondere am beruflichen Anfang geht es meines Erachtens, sollte es noch nicht so stark über Selbsterfüllung gehen, sondern erstmal die Basics lernen. Und je erfahrener man ist, umso mehr kann man dann auch Selbstverwirklichung möglicherweise erlangen. Mhm. Aber am Anfang geht es einfach darum, auch manchmal Sachen zu machen, so ein bisschen, die mit Arbeit zu tun haben. Das kann man vielleicht auch nochmal verbinden. Du hast an der HHL graduiert. Bist auch Präsident der Alumni Association. Gewesen, tatsächlich. Wo glaubst du, ist dann die Korrelation zwischen einer geilen Master-Uni und dort einen coolen Abschluss zu bekommen und dann damit erfolgreich zu werden? Glaubst du, das geht einher oder sagst du, das ist unabhängig voneinander, du hast es wegen einem anderen Grund gemacht? Nee, ich habe ehrlicherweise, ich habe vorher schon gesagt, ich habe zweimal BWL an Unis studiert, die keine Reputation haben. Ich habe an der HHL dann studiert, weil es einfach einen mit einem sehr guten Image, Markennamen sozusagen ist. Das ist dass ich da studiert habe, ist nicht die Hoffnung auf Wissenszuwachs gewesen, sondern ausschließlich Eitelkeit. Aber gut, dass du das offen sagst. Ja, es ist. Aber ich würde es wieder tun und es hat sich total gelohnt, an der Handelshochschule Leipzig zu studieren. Ganz wundervolle Uni für mich gewesen. Dass ich da jetzt irgendwie Alumni-President geworden bin, das hatte überhaupt keinen Karriereansinn, sondern der Vorgängervorstand, der wollte sein Amt niederlegen und ich war der Idiot, der irgendwie die Hand nicht runtergenommen hat, als gefragt wurde, willst du irgendwer tun? Und so war das auch mit meinen zwei
mit Vorständen sozusagen. Es wollte kein anderer machen und dann haben wir es gemacht. Irgendwie, es war super spannend für mich, aber das war null Karriereansinn, sondern das war einfach, ich bin dann nochmal von einem e.V., also einem eingetragenen Verein, irgendwie Vorsitzender geworden. Auch ein tolles Erlebnis für mich. Ja, ist ja halt ein bisschen auch Netzwerk dann, ne? Ja, aber das hätte man halt, also ich glaube, das ist die Frage, ich habe das schon oft benutzt irgendwie, das kommt von Kennedy irgendwie. Die Frage ist irgendwie, ist manchmal sollte viel mehr sein, nicht was das Land für mich tun kann, sondern was ich fürs Land tun kann. Das hat Kennedy irgendwann mal gesagt. Und das war ehrlicherweise an der HRL auch so. Es war gar nicht das Netzwerk, sondern ich habe irgendwie gedacht, irgendwer muss diese Rolle ausfüllen. Ja, es ist tolles Netzwerk gewesen, aber es hat auch jemand machen müssen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wir stellen viel zu sehr auf die Frage, was bringt es mir konkret irgendwie, sondern manchmal geht es ja auch darum, irgendwie, was kann ich geben. Ich habe auch ein Jahr in meinem Leben irgendwann nochmal Zivildienst gemacht, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Mhm. Habe ich da Bock drauf gehabt? Auf keinen Fall. Hat es mir was gebracht? Ja. Mhm. Ja. Und da habe ich was für die Gesellschaft getan, irgendwie für Leute, die es vielleicht gebraucht haben. Und das ist manchmal vielleicht noch so ein alter weißer Mann-Ratschlag mal wieder irgendwie, dass man auch manchmal Dinge tun kann, die einem nicht direkt irgendwie so auf, was hat dir das gebracht? Ich bin auch irgendwie, das ist jetzt keine Koketterie irgendwie, ich bin auch übrigens als Mann sehr, sehr einsam quasi, bin in einer Elternvertretung irgendwie in der Schule meines Sohnes irgendwie. Aber ja, das mache ich halt einfach, weil mich da Dinge beschäftigen und dann bin ich halt lieber Teil dessen, als dass ich die ganze Zeit von der Seitenlinie motze irgendwie, wie es besser laufen könnte. Halt wieder, ja, ist halt wieder so wie dieses ganze Thema, ja. Stimmt. Ein letztes Motto, was du vielleicht den Leuten mitgeben willst, in dem Podcast jetzt zuhören. Eine Boah. Sache, nach der du pflegst zu leben. Was du dir vielleicht wünschst, dass andere machen? Ich würde mir wünschen, dass manche Leute tatsächlich irgendwie ein positiveres Verhältnis zum Thema Arbeit entwickeln, weniger machen es wie wollen, nur krasser. Okay, geil. Alles klar. Dann danke ich dir und hat Spaß gemacht. Viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.